Und damit auch mal Hallöchen auf YouTube zu einer weiteren Folge von Red Dead Unchained Roleplay. Quatsch mich einfach an. Wir sind heute. Ist das Henrys Pferd? Nee. Ach, da ist Henry. Hier ist er doch. Ach, okay. Was gucken die denn da so? So. The question is, where the Henry is. Denn wir wollen uns ja weiter erkundigen nach möglichen Geschäftseinkaufsorten. Und deswegen den da oben los. Wie weit ist denn die Sichtweite? Sehen wir den von? Keine Chance. Mein Fernglas habe ich auch nicht dabei, ja? Doch. Er ist nicht am Fluss. Boah, ist das geil, so ein Fernglas, ne? Huh, Alter! Wo ist er denn? Oder ist er gar nicht da? Hm. Gehen wir mal in die Stadt zurück. In Strawberry haben wir doch. Waren wir da nicht zuletzt? Und vielleicht ist er da. Oder nicht? $95 auf dem Konto, hm? So muss das aussehen. Jetzt reiten wir mal nach Strawberry. Strawberry. Was ist da hinten los? Ich würde echt gern wissen, was das für Leute unten am Fluss gerade waren. Waren das Deputies? Aber da ist jemand zu Fuß mitgelaufen, ne? Da sind sie. Die Frage ist, soll ich jetzt mal das Gewehr holen? Wenn wir schon so weit gehen? Oder wenigstens Ammunition. Ich habe gesagt, ich kann nicht immer einen guten Tag haben.
Waren das Deputies? Wo muss ich jetzt hin? Da. Nee, ach komm, scheiß drauf, wir lassen das Gewehr da. Odrysch Gold. Alles gut, mein Kleiner. In Spub. In Spub. Nebenbei noch zwei Menschen abgeknallt. Alles gut. Waren das NPC? Ja, diese O'Driscolls, die spawnen manchmal. Das sind tatsächlich diese NPCs, die rumstehen mit den Waffen. Die fressen Serverleistung, dann können wir die auch wegrotzen. Problem ist jetzt nur, dass mein Revolver leer ist. Bam, bam, bam. Yeah. Jetzt können wir Leute mit der Waffe bedrohen, obwohl die leer ist. Das ist doch cool, oder? Also jetzt kann man uns wirklich nur noch einen leeren Revolver abnehmen. Das ist doch eigentlich, ist das die beste? Da fährst du doch am besten, oder? Wenn du unbewaffnet bist. Warum sollen wir denn teure Waffen mitnehmen? Ich glaube, das wird so echt das Mindset vom Curtis. So der Pazifist. Es gibt keine Waffen. Warum gibt's Waffen? Warum machen wir das? Keine Waffen. Wenn ich dann später so meinen Laden habe, weißt du, dann hast du eine Doppelläufige immer dabei, dass wenn einer kommt und Stress macht, dass du den wegpusten kannst. Aber sonst nichts. Verstehst du? Amigo Joe Brook. What the fuck, Alter. Hey. Moin, was geht denn? Alles fehlt im Schritt. Schön. Howdy. Ich hatte so wie Mo bei den Simpsons. Stimmt, die hat auch eine Flinte. Aber hier sieht's auch nicht nach Henry aus. Also es riecht mal nicht so. Da ist auch immer was los, ne? Howdy. Schon von den Orclays gehört? Ja, ich habe mal von den Orclays gehört, die Schwachmaten. Ist das nicht so eine Gang, so eine Bande? Kann das sein? Das ist doch irgendwie... Da war irgendwie einer letztens bei dem Sheriff's Office und da war einer da und einer von den Deputies hat dann gesagt, ja, ich weiß, dass sie von den Orclays sind. Und der hat so groß geschwätzt. Vorsicht, das ist ein Stream-Sniper. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Und dann habe ich so, dann habe ich so gedacht, Digga, was denkt er denn, wer er ist, so, weißt du? Ui, wir sind eine Bande. Ich stream gerade selbst Horror-Game. Hab nur Pause. Digga. Dann mach dein Stream aus und schieb die hierher. Howdy. Howdy, ist das hier fair? Ja, ich bin jetzt gerade wieder weg. Mit einem Zuschauer, ja, siehst du mal. Was für Dinger sind das? Was für Dinger? Orclays. Das ist eine Bande. Oder was meinst du jetzt? Also wir finden Henry nicht. Henry ist verschollen, forever. Schade. Like ever and ever. Ist das eben, wie die direkt kommen so. Pack dein Pferd weg. Ja, Digga, ich bin ja nur 2 Minuten da. Jetzt scheiß dir nicht ein.
bam, 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 bam. Du, dusch, 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 dusch. Bam, bam, bam. Puff, bang, puff, pow, peng, pom, bam, ding, bam, boom, boom, boom. Ach, Stream Sniper, Sniper. Ach, das sind einfach Dinger. Hat schon ganz gut getroffen mit Dinger. Danke. Halt, wo reite ich lang? Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt, was das wie der Weg ist, ne? Aber also im Game. Es geht da, das ist, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das heißt, er ist auch im Spiel jetzt zum Beispiel und guckt, wo ich bin, um dann in-game, er guckt sich halt, er verschafft sich Informationen, die er nicht benutzen darf, sozusagen. So Spieler gibt's halt auch. Oh, Wildpferde. Ich glaube, ich bin hier doch ein bisschen falsch jetzt. Hallo. Oh, oh. Da hinten muss ich eigentlich hin. Ja, lol. Stern Ganze Herde. Frage ist jetzt nur, wo ist Henry? Was ist geschehen? Der Mann hängt doch immer an meinem Arsch. Wie ein Magnet. Wo kann der jetzt auf einmal sein? Das sucht dich jetzt auch und jetzt läuft jemand im Kreis. Ja, er ist wahrscheinlich jetzt in Strawberry angekommen. Und ich komme jetzt wieder in Valentine an. Guck mal, das Pferd schwitzt, Alter. Ist das so krass? Ist das Schwitz? Ist das Schwitz? Jo, sag mal, ist das Schwitz oder was ist das? Ist der, Digga? Ist ja gar nicht mehr auf dem Server wahrscheinlich so. Der spielt gar nicht mehr mit. Der ist gebannt. Der hat gerade einfach random 5 Menschen erschossen mit seiner Flinte. Ja. Was ja. Auch nicht sein Pferd. Also es ist dasselbe Pferd, aber nicht der Sattel. Wo ist denn der Hodenkobold? Ist der gar nicht mehr da? Das gibt's ja nicht.
Ist Schweiß. Ach so, ja, ist Schweiß. Ich vergesse immer, was ich gesagt habe, ne? Oh. Aber der 20-Dollar-Gemüse ist jetzt weg, ne? Guck dir das mal an. Das sieht cool aus, ne? Klopf, klopf. Für 3000. Ups, und das spielt nicht ab. Warum spielt denn das nicht ab? Sorry. Ey. Jetzt kommt die nächste an und kackt rum, warum ich das Pferd anbind, oder? Nee? Wahnsinn. Oh! Ich hab grad gedacht, das Pferd reitet erstmal den Typen um. Jetzt bin ich wieder broke. Ey, toll. Warte, ich mach das für dich. Ui, wo kommt das her? Na? Digga, dass der nichts zu fressen zu verkauft hier, ey, das ist ja ein Witz. Achso, dann könnte man ja in Dings gehen, in Saloon. Der wird ja was verkaufen, ha? Huh? Das sind Deputies aus Saint-Denis. Ach was. Hola. Wo warst du denn? Hallo Curtis. Wo ich war? Oh Mann, ich war Gold suchen. Hab mich überfallen worden. Und hast du deine Waffen dabei gehabt? Ja, Gott sei Dank nicht. Meine Flint hatte ich auf dem Pferd und den Gürtel habe ich ausgezogen. Oh Mann. Kauf dir eine scheiß Kiste und mach die Waffen dahin. Ja, die Kiste habe ich ja bestellt vorher. Die kann ich morgen abholen. Sehr gut. Das ist wichtig. Nicht mit Waffen sammeln gehen. Und dann, was dann passiert? Verletzt, oder? Naja, nein. Wie gesagt, die haben mich überfallen. Mich gefesselt. Dann ins Wasser gedrückt. Und dann kam auch schon die Deputies. Ich hatte Glück. Uff. Scheiße, Mann. Also Gold noch behalten. Naja. Es war zwar nicht viel, aber ich hab noch alles. Klasse. Schwein gehabt. Und ja. Wie viel Geld hast du mittlerweile, oder wie viel? Ich hab ja vorher meinen Durchbahn weggebracht, das waren dann $30. Mhm. Und jetzt auf dem Konto habe ich 24. Und den Rest den Rest hab ich jetzt noch dabei. $3.50. Was ist denn mit denen los? Ja, ich habe jetzt $100. Oh, okay. Und habe noch 20 Goldbarren oder so da. Oh, das ist gut. Nee, ich baller nicht mit der leeren Waffe an, Alter. Hier stehen überall Deputies. Oh, nicht schon wieder. Aber wenigstens Trompeten, die nicht dumm rum jetzt schälen. Ja, hast recht. John? Schon? Ja, gut. Und jetzt? Also im schwarzen Brett gibt's immer noch nichts Neues wegen Laden oder so. Schade. Aber Laden verkauft immer noch nichts, gefühlt. Immer noch nicht? Nee, nee, und Shaloon auch nicht. Ich habe ein Strawberry Törtchen gekauft. Die schmecken echt gut. Ja, die haben jetzt hier auch Törtchen. Im Shaloon. Tatsächlich? Nee, sag ich zum Spaß. Okay, naja. Oh Mann. Das war ja was.
Ja. Ach, ich glaube, ich habe mich aufs Ohr. Das reicht für mich heute. Das war schon ein bisschen zu viel. Ja, das glaube ich. Gut, dann bis demnächst. Genau, bis morgen in dem Fall. Weiß er doch gar nicht. Grüß Sam. Howdy. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ist echt so. Siehst du die junge Dame hier? Das ist die mutigste Pferdekämpferin, die ich je gesehen habe. So, wir pennen heute im Stall.